Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schucki Banucki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 14. Januar ist was? Was ist denn heute? Sascha, du bist vorbereitet. Wer hat heute Geburtstag? Achso, wer hat Geburtstag? Was ist das? Sascha, wer hat Geburtstag? Das will er eigentlich von mir. Ja, heute hat Jan Vedder Geburtstag. Jan Vedder hat am 14. Januar Geburtstag. 1955 geboren. Hm? Ja, kennt man aus Großstadtrevier, genau. Hier auf dem Bild ist er. Ja. Noch ein bisschen jünger. Er sieht heute ein wenig. Ein wenig gealtert. Ein wenig macht gealtert ja nichts. Wir haben ein altes Bild von ihm rausgeholt. Ist als Polizist Dirk Mattis unterwegs. Ja. In Großstadt. Hat auch ein paar andere Sachen gespielt, aber eigentlich ist das so seine das Rolle. Das ist seine Rolle, damit erkennt ihn jeder. Ja. Ne? Dirk Mattis von Großstadtrevier. Wenn der durch Hamburg, dann sagt keiner Jan, dann sagen alle Dirk! Von Hamburg rüber nach Berlin. 1926 Berlin. Ach so, ich dachte, das wäre von mir. Auf dem Kudamm, die Künstlerin Josephine Baker, 1926 am 14. Januar, hat die berühmte Aufführung ihres Bananentanzes gemacht. Ah ja, das ist sie. Ja, das war ihr Kleid. Also es ist eine minimale Menge an Stoff und hauptsächlich Bananen. Ja, ist halt, also sie hat ein bisschen mehr an als Beachvolleyballerin. Heutzutage. Heutzutage, genau, ja. Deswegen hat Beachvolleyball vielleicht auch so viel Zuspruch, meinst du? So viel Zuspruch. Echt? Gehabt, glaubst du? Ja. Josephine Baker am 14. Januar war das. Richtig. Ah, okay. Was? 1926? 1926, 14. Januar in Berlin. Aber 1954 hat Marilyn Monroe, auch so eine kleine Frau von damals, hat den Joe DiMaggio geheiratet. Joe DiMaggio. Das war so eine Baseball-Legende. Ja. Ja, hat sie geheiratet. Er natürlich auch so eine Hackfresse eigentlich im Prinzip. Aber sehr guter Baseballspieler. Ja, guter Baseballspieler. Hat die Kohle gehabt natürlich, um Marilyn Monroe zu beeindrucken. Er hatte Kohle, sie hatte Zeit. Und sie war verzweifelt, glaube ich. Sie musste irgendwie ihr Image ein bisschen aufmöbeln, weil sie ja die als Präsidenten... Loder. Hupferl. Irgendwie da so verschrien war. Und da hat sie Joe DiMaggio sich gekriegt. Und das hat auch neun Monate gehalten, immerhin. Ach, 9 Monate? Ja, ja. Okay, dann ist wieder zum Präsidenten. Also am 14. Januar ist es, wurde die Ehe geschlossen und 9 Monate später, zack! War doch was anderes. Ja, hat sich dann irgendwie. Ich interessiere mich doch für Fußball. Ja, die haben sich so auseinandergelebt in 9 Monaten. Ja, gut, wenn aus nach der langen Zeit, ne, da kommt dieser Alltag rein. Ja, ja, genau. 9 Monate. Ja. Ja, was soll man sagen? Ja, das war der 14. Januar heute bei Schucki Banucki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Marilyn Monroe, Jan Vedder und Josephine Baker. Richtig. Das sind die Informationen, die wir heute weitergegeben haben. Die habt ihr jetzt auch und ihr könnt ein bisschen angeben damit heute. Haut rein. Cheerio, Miss Sophie. Gute.